was der Tchaikovsky da für uns auch geschrieben hat. Das ist fantastisch. Das ist wunderschön. Aber jeder, glaube ich, ist im Solohornist ist sehr dankbar, dieses schöne Stück zu spielen. Nicht wahr? Jeder. Und dann spielt er auch so gut er kann. Und dann mit kleinem Crescendo, Diminuendo. Das ist ein wunderschönes Solo. Da kann man so viel darüber erzählen. Das Frauenlernen, das muss man auch sagen, vergessen. Das macht einen, das heißt, man braucht nichts zu hören, man muss nur singen. Das ist das Schönste. Und jeder sollte singen. Ja. Nicht das Horn nehmen und blasen und nochmal blasen. Nein, er muss, er muss singend blasen. Aber er muss wirklich mal singen und das Horn, immer Horn. Das heißt, er hat das in der Hand. Hier drin und das rechte Hand. Mhm. Aber er muss dann immer singen. Und richtig mit dem Greifen. Und dann kann man blasen. Aber er muss immer blasen und gleichzeitig singen. Die wenigsten Hornisten blasen singend, sondern sie blasen, 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 bis sie kein anderes mehr haben. Nein, man muss immer singen, singen, singen und dann zum Horn greifen. Aber während man singt, muss man schon die richtigen Griffe machen. Also. Da da di om, da da di om, da da di dum da di. Laut singen, na de ja na de, wie der Piano, na da di om, da da di om, da la de ma ma ma, atmen, da di da, atmen, na da de da da de da da di. Nicht wahr? Immer das Singen und Blasen, das muss immer gleich sein. Und er muss immer singen. Und wenn er singt, dann macht er das richtig, finde ich. Wenn ein Hornist, der nicht blast, nicht singen kann, das finde ich schade. Aber es gibt Leute, die blasen sehr schön und können gar nicht singen. Die können wirklich nicht. Die sind da 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 da. Man muss immer genau in der richtigen Tonhöhe singen, das ist klar. Da 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 da. Man kann auch mal leiser, aber schneller blasen. Einfach die richtigen Töne. Da 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 da
da da da di beim Üben, nicht wahr? Da da di dom da dom ba da dom, dem nicht Basen. Da da di da da di. Das ist gut, wenn man mal nicht bläst, sondern singt, aber mit einem schnelleren Tempo. Nicht immer sehr langsam, vielleicht beim Konzert so langsam spielen. Mal einfach mal zum, weil es ein bisschen einfacher ist. Das ist dann etwas schneller natürlich, aber es ist als Übung auch sehr, sehr gut, dass du das Stück in einem anderen Tempo spielst. Ich nochmal von vorne, ja? Ja. Eine Frage zu dem letzten Ton, dass man dem freilässt. Wenn man das schön irgendwie dem Ton in dem Raum freilassen möchte, aber dann macht dieses leichten, man lässt den Ton los. Wenn man darf nicht zu leise blasen. Also man ist halt schon, man hat geblasen. Es war ein sehr anstrengendes Solo. Aber da darf man noch nicht leiser. Das ist, ich habe einmal an der Stelle gekickst. Genau. Und da war weg. Das ist mir einmal passiert. Und daraus habe ich gelernt, niemals unter sich. Grenze des Pianos zu gehen. Beim Ende. Oder mit diesem Stück. Nicht zu leise werden, denn dann plötzlich ist er weg. Und das wäre sehr schade. Man hätte schon ein kleines Adorando
ein bisschen etwas crescendo und etwas schneller. Und dann kommen die schönen am Anfang, nicht genauso. Das ist wunderschön gemacht von Tchaikovsky. Da-d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 a